jetzt kommen wir zum zweiten Schritt unseres Videos. Unserem Wanderweg an der Koppel, an der Weide, mit Weidezaun. Nee, wie war das nochmal? Auf jeden Fall ist es der zweite Schritt. Ihr seht ja, worum es geht. Unser Himmel ist fertig. Und jetzt fangen wir mit dem Hintergrund an. Als nächstes müssen wir uns genau einmal überlegen, möchten wir jetzt einen Hintergrund haben, der relativ nah ist, wie hier zum Beispiel, wo man wirklich noch die einzelnen Bäume schon sehen kann, wo auch viel Platz zwischen den Bäumen ist, wo man die Wolken sehr schön sieht, oder möchten wir lieber einen relativ durchgängigen Wald im Hintergrund haben, wie hier, oder tatsächlich möchten wir einen Hügel malen, wie hier, wo man richtig die einzelnen Bäume erkennt und der Horizont relativ nah ist. Das ist jetzt so die Sache, wo man sich das einmal überlegen möchte. Und da ich ja gerne richtig weit in die Landschaft reingucken möchte, am besten gefällt mir jetzt ehrlich gesagt das hier. Das heißt, wir haben durchgängigen Wald, den wir im Hintergrund sehen, aber ganz, ganz weit entfernt, also auch ganz, ganz klein. Dafür schnappen wir uns jetzt mal den Rundpinsel. Bei größeren Bildern, wie gesagt, das könnt ihr alles mit dem Einzelbrush machen. Das geht ganz wunderbar. Das sieht ganz toll aus. Aber die Leinwand ist für den leider einfach zu klein. Deshalb nehmen wir jetzt hier, der nennt sich genau Floral Round Brush. Also das ist eigentlich ein Blumenpinsel, den wir jetzt mal für die Landschaft benutzen. Dafür benutze ich jetzt Saftgrün. Mit einem Schuss preußisch Blau. So, weil das sehr weit entfernt ist, das heißt, wenn wir da reines Grün verwenden, sieht das unrealistisch aus. Ich mische mir das einfach direkt hier auf der Palette. Ich mische das auch tatsächlich jetzt nicht mit dem Spachtel, sondern mit dem Pinsel. Dann habe ich da nämlich schön verschiedene Farben auch drin. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt direkt hier unten lang gehe, wo mein Blau endet, sieht das natürlich total komisch aus, weil dann da plötzlich, da ist dann nichts. Das heißt, ich muss jetzt meine oberste Baumreihe natürlich auch hier direkt schon ansetzen im Blau. Jetzt ist es so, wollt ihr das relativ gerade haben? Oder seid ihr vielleicht ein bisschen in den Bergen? Bei mir ist es immer ganz schön, die Heidelandschaft hier ist relativ hügelig, deswegen male ich das auch immer sehr hügelig. Ich war jetzt gerade auch im Urlaub im Harz. Und das ist einfach ein Traum, ne? Also ich mag das so gerne, wenn das ein bisschen hügelig und bergig ist. Das ist einfach traumhaft. Ich tupfe jetzt als erstes mal hier so ein bisschen den Rand und gehe dann hier einmal rum, weil sonst vergesse ich den nämlich auch ganz gerne. So, wie gesagt, immer mal wieder frische Farbe aufnehmen, weil sonst wird sie einfach zu hell. Und ich tupfe das jetzt hier. Es ist mit diesem Blumenpinsel, der ist so richtig abgeschnitten, dass er so eine richtig runde Spitze hat. Damit kann man so toll Bäume im Hintergrund machen. Also ich benutze den dafür hauptsächlich. Man kann auch den Fächerpinsel nehmen, das geht auch sehr gut. Aber dann wird das doch recht grob. Und ich mag gerade dieses feine, diese fluffigen Bäume, weil wir hier in der Heide ja diese wunderschönen Bäumchen haben. Diese hier. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade vergessen habe, wie sie heißen. Das sind halt schöne Büsche. Das finde ich nochmal raus. Das erwähne ich das nächste Mal, wenn ich ein Heidelandschaftsbild male. Okay, gut. Nichtsdestotrotz, wir tupfen jetzt hier erstmal wunderschön unsere Bäume. Wie gesagt, immer mal wieder ordentlich ein bisschen in das dunkle Blau reingehen, dass das nicht zu hell wirkt. Sonst sieht das nämlich nicht realistisch aus. Ich tupfe mir das jetzt einfach mal so ein bisschen hier hin. Dann werde ich mal ein bisschen flacher wieder. Dann gehe ich wieder ein bisschen höher. Dann sind das Bäume, die ein bisschen dichter sind. Das hier sind jetzt ganz weit entfernter. Und was ihr jetzt auch machen könnt, ihr könnt jetzt hier natürlich noch flacher werden. Das Schöne ist, also nicht wischen. Ganz wichtig, nicht wischen, sondern tupfen. Weil dadurch bekommt ihr nämlich diese kleinen, feinen Härchen hier auf der Leinwand. Und es sieht schon aus, als ob ihr Baumkronen habt. Ihr müsst gar nicht viel machen. Das ist nämlich das Schöne daran. Ich will das mal versuchen, euch etwas dichter zu zeigen. Kann man das sehen? Hier sieht man das nämlich ganz schön. Ich versuche das mal ein bisschen zu kippen. Wenn man das von dichtem sieht, wenn man das tupft, wie wunderschön das nämlich schon wirkt. Wie richtig kleine Bäumchen. Das macht nämlich so richtig Spaß, wenn man mit einfachen Schritten wirklich tolle Sachen erzielt.
So, ich tupfe jetzt mal hier ein bisschen aus, weil hier geht nämlich jetzt gleich mein Wanderweg hoch. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Ihr seht, es ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. So, das war jetzt ein Tick zu viel Blau. Jetzt gehe ich wieder zurück in mein Grün. Und jetzt werde ich hier wieder ein bisschen größer. Hier ist wieder der Wald, der hier weitergeht. Und ganz wichtig, wenn ihr merkt, es wird nur noch bleich und diese kleinen Härchen seht ihr nicht mehr auf der Leinwand, immer wieder ein bisschen frische Farbe aufnehmen. Nicht zu viel Blau, wir wollen ja nun auch keine blauen Bäume. Das sollen ja immer noch grüne Bäume bleiben. So, tupfen, 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 tupfen. Das ist jetzt ein bisschen langwierig, dauert auch etwas länger. Aber wie gesagt, wenn ihr das jetzt zu langweilig findet, könnt ihr vorspulen. Das ist ja das Praktische daran, dass ihr die Videos einfach vormachen könnt. Aber ich wollte jetzt in diesen Videos das einmal wirklich komplett zeigen, dass ihr jeden Schritt einmal seht. So, jetzt bin ich wieder zu sehr im Grün. Jetzt muss ich wieder mehr Blau nehmen. So, jetzt habe ich das hier doch relativ gerade gemacht. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht. Deshalb mache ich jetzt mal hier ganz extrem so ein kleines Tal. Wobei ich da leider hier zu wenig Farbe habe. Das heißt, ich muss hier ein bisschen höher gehen. Deshalb, wie gesagt, immer schon vorher überlegen, wie soll mein Bild aussehen. Da hätte ich nämlich das Blau hier doch ein Tickchen tiefer ziehen müssen. Das ist jetzt bei mir ein bisschen zu hoch geraten. Aber wie gesagt, das ist auch gar kein Problem. Wir haben ja keine Vorgaben, sondern wir können das ganz individuell machen, so wie wir es wollen. So, jetzt bin ich da ein bisschen im Tal und jetzt möchte ich gern hier ein bisschen höher gehen. Ihr seht jetzt ganz hübsch, na gut, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es, ich sitze direkt davor. Das Grün verbindet sich jetzt ein kleines bisschen hier mit dem Flüssigweiß und dem Blau, deswegen habe ich das hier unten so hell gelassen. Das sieht schon ein ganz kleines bisschen aus, als ob wir hier Reflexion hätten von der Sonne. Das sieht wirklich toll aus. Also mit diesem Pinsel können wir ganz, ganz tolle Effekte erwirken. So, jetzt mache ich das hier nochmal ein bisschen doller. Ihr habt natürlich hier hinten jetzt eigentlich nicht so viel Himmel zwischen den Bäumen, der vorliegt, sondern nur ein kleines bisschen. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt hier erstmal eine kleine Pause machen mit dem Tupfen. Es sieht wunderschön aus. Es sieht alles aus wie, wie klitzekleine Bäumchen. Jetzt habe ich hier nochmal meinen Round Brush. Mit dem gehe ich jetzt hier rein und verblende das so ein ganz kleines bisschen hier unten. Nicht viel, sondern wirklich nur so ein ganz bisschen, dass das ein bisschen heller aussieht. Ihr werdet das sehen, wenn ihr mal ein bisschen in der Landschaft rumguckt. Achtet mal darauf, gerade wenn ihr vielleicht in den Bergen sogar unterwegs seid. Ganz, ganz toll. Ihr seht eine Landschaft, die ist dunkel von oben. Und wenn bevor der nächste Hügel kommt, wird es richtig so ein bisschen milchig. Also jeder Hügel, der weiter entfernt ist, wird tatsächlich milchiger. Der wird nicht dunkler, sondern immer heller. Das heißt, wir verblenden das jetzt hier. Das geht aber, muss ich sagen, doch ein bisschen besser mit einem Fächerpinsel. Der hat nämlich diese gröberen Bürsten. Und lässt das Ganze ein bisschen realistischer aussehen. So. Das heißt, wir verblenden das jetzt hier wunderschön. Das wird nämlich dann heller. So, als ob wir hier so eine kleine Dunstschicht zwischen den Baumreihen hätten. So. Das ist ganz wichtig, das sollte man nicht vergessen. Das wirkt nämlich dann gleich viel realistischer. So, das haben wir jetzt verblendet. Ihr seht jetzt auch ganz genau, guck mal, da hat sie mehr Blau, da ist ein bisschen Grün, da ist wieder sehr viel Blau, hier ist fast nur Grün. Super, perfekt, also das gefällt mir richtig gut. Genau so soll das wirklich aussehen. Achtet darauf, dass ihr versucht, das Blau unterhalb der Bäume gut zu erwischen. Nicht in die Kronen reingehen, auf gar keinen Fall die Kronen jetzt erwischen. Die sind so wunderschön gelungen, da auf gar keinen Fall reingehen, sondern wirklich nur, wo die Stämme sind. So, dann wischen wir das hier nochmal so ein bisschen glatt. Und dann können wir das hier auch schon mal so ein bisschen im Hintergrund verteilen. Das wischen wir nochmal wieder weg, das wollten wir sowieso nicht haben. Dass das so nach und nach auch hier schon ein bisschen grüner wird. Jetzt könntet ihr euch überlegen, so, das ist jetzt schon meine letzte Baumreihe. Und ich fange jetzt an, hier schon meine ersten Hügel zu zeichnen.
Das geht ganz einfach, indem ihr einfach jetzt mit dem Pinsel festlegt, wo die Hügel sind. Das könnt ihr hinterher immer noch verändern, aber jetzt könnt ihr schon erste Hügel andeuten. Das will ich jetzt aber noch gar nicht, denn das ist jetzt meine erste Baumreihe. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne, dass da noch eine Baumreihe dazu kommt. Okay, dafür brauche ich jetzt schon einen etwas größeren Pinsel. Und ganz wichtig auch, wenn ihr jetzt ganz frisch anfangt, testet die Pinsel. Nicht jeder malt gleich mit den Pinseln. Also ich komme mit einigen Pinseln, mit dem Brush zum Beispiel, gut zurecht, aber auch nur, wenn das Bild für mich groß genug ist. Ich benutze zum Beispiel, wie gesagt, gerne auch den Fächerpinsel oder diesen Floral Brush Pinsel, ganz wunderbar. Und jetzt ist meine nächste Baumreihe nämlich etwas größer. Und dafür benutze ich jetzt den Wildlife Brush. Wir sind ja immer noch so weit weg, dass es auf genauere Konturen nicht ankommt. Aber hier stupfe ich jetzt auch einfach mal vor diese Baumreihen, dann mal in die Baumreihen rein. Das kann ja hier auch mal schon ein bisschen größer sein. Stupft das einfach so richtig stupfen. Ne? Also das ist mit das Wichtigste, dass ihr nicht versehentlich... Das war jetzt super. Es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Mein selbstgebastelter Eimer ist mir gerade in meine Farbe gefallen. Okay, bis gleich. So, jetzt habe ich mal schnell das Chaos beseitigt. Jetzt kann es weitergehen. So, also die nächste Baumreihe, die ich jetzt hier stupfe, die wird auch schon deutlich grüner. Also da müsst ihr darauf achten, dass ihr da jetzt auch schon so richtig schön viel von dem Grün drin habt. Ich empfehle euch für die Landschaftsmalerei, benutzt als Grün hauptsächlich das Saftgrün. Abdunkeln könnt ihr das immer mit ein kleines bisschen Blau oder ein bisschen Schwarz. Aber die anderen grünen Töne, die sehen schnell unecht aus. Das sind teilweise Grüntöne, die man wirklich nur von nahem sieht, aber nicht so, wenn man in die Landschaft weit reinguckt. Das sieht immer nicht so schön aus, muss ich sagen. Am Anfang habe ich die nämlich auch benutzt und das habe ich dann schnell bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nehmt euch da das Saftgrün, mischt das selber an mit ein kleines bisschen preußisches Blau oder Schwarz. Weil es ist auch hinterher, wenn ihr Highlights setzen wollt, wenn ihr dann schon so einen unechten Grünton habt und dann mit Gelb da reingeht, das sieht einfach nicht schön aus. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Mit diesem Pinsel ist es recht schwer zu arbeiten, weil der sehr lange Borsten hat. Normalerweise sollt ihr mit der Ecke arbeiten, dass ihr das so reinstupft und dann hier einen kleinen Baumstumpf schon gleich habt und oben schön diese Pinselhaarstriche. Das geht mit diesem jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Und ich muss auch sagen, dass es mir nicht so schön gefällt. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz einen anderen Pinsel verwenden. Dafür nehme ich jetzt nochmal wieder den... Warte mal, da habe ich doch einen dreckig schon. Der ist ein bisschen weiß. Ich nehme nochmal meinen Fächerpinsel und stupfe da jetzt nochmal schön mit in die Farbe rein. Und auch hier, wie gesagt, nehmt die untere Ecke jetzt. Und dann könnt ihr hier wunderschön kleine Bäumchen malen. Nicht zu viel Grün. Der untere Bereich soll ja blau sein. Da haben wir schließlich Schatten. Und jetzt achtet darauf, dass ihr jetzt nicht versehentlich über den Weg malt. So, jetzt gehen wir hier weiter. Und dann seht ihr, was für wunderschöne Effekte ihr mit dem Fächerpinsel nämlich erzielen könnt. Das sieht nämlich schon gleich aus wie richtiges Laub. Und das ist es, was wir ja machen wollen. Mit einfachen Schritten tolle Sachen erzielen. Mit diesem Fächerpinsel könnt ihr auch wirklich ganz, ganz toll diese Bäume zeichnen, die wir hier so schön in unserer Landschaft haben. Das eignet sich dafür sehr gut. So, und jetzt seht ihr, hier habe ich schon kleine Bäumstämmchen gemalt. Das verblende ich jetzt hier nochmal ein bisschen, als ob wir da so ein kleines bisschen Buschwerk noch vorhätten. Wichtig ist jetzt, dass hier nicht zu viel hell durchguckt. Es ist nur eine sehr schmale Baumreihe, deswegen kann da ruhig ein kleines bisschen weiß zwischen sein. Ich versuche das nochmal, ich habe einen Pinsel im Mund, versteht man mich, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich zeige das nochmal hier ein bisschen dichter. Ihr seht jetzt die hintere Baumreihe, dass da so ein kleines bisschen so eine leichte Nebel-Dieselbank, die Dunstbank ist. Aber genau so sieht es auch in Wirklichkeit aus. Am Anfang habe ich auch gedacht, nee, das passt nicht, nee, das sieht nicht gut aus. Doch, es sieht hervorragend aus. Und gerade wenn ihr hinterher
den Vordergrund malt und man sieht dann von diesem Jahr nicht mehr ganz so viel, werdet ihr merken, das ist ganz, ganz toll. Okay, so. Jetzt habe ich hier meinen Weg ein bisschen breit gemalt. Also der ist viel, viel zu breit. Da muss ich jetzt auch noch ein bisschen nachbessern. So. Mehr Blau, weil da hinten hatten wir ganz viel Blau. So, der Weg ist hier unheimlich schmal. Eigentlich sieht man den hier fast gar nicht hier hinten. Deswegen muss ich das hier mal ein bisschen enger malen. So, okay. Das gleiche machen wir jetzt nochmal wieder. Wir verblenden das. Dafür nehmen wir jetzt einfach den Fächerpinsel weiter. Wir fangen an, hier schon mal runter zu gehen. Wie gesagt, das dürft ihr nicht machen, wenn ihr hier irgendwie vorhabt, noch Wasser zu malen. Dann hätten wir das Wasser als erstes malen müssen. Aber in diesem Fall will ich hier mal diesmal kein Wasser reinmalen. Okay, jetzt fangen wir mal an. Ich mache hier schon mal den Pinsel leer. Da das hier sowieso alles grün werden soll, kann ich den jetzt nämlich hier schon mal richtig schön abstreichen. Und dann kann ich gleich die Farbe da oben verblenden. Ihr seht das auch jetzt tatsächlich, wie viele verschiedene Töne ich jetzt noch im Pinsel habe, weil ich das nicht genau perfekt auf der Palette vermischt habe. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen zufällige Farbnuancen hier drin haben. So, wie ihr seht, es kann nicht schaden, nochmal alle Ecken richtig schön den Pinsel sauber zu machen. Und jetzt gehen wir ganz vorsichtig hier unten rein. Und nähern uns immer mehr unseren Büschen. Und jetzt gehen wir da vorsichtig rein. Wir wollen jetzt hier schon so eine leichte Schattenbildung erzeugen. Das heißt, wir wischen jetzt relativ waagerecht immer da rein. Nur so ganz bisschen leicht schräg. Dann sieht das nämlich schon so ein bisschen aus, als ob wir hier Sträucher und Bäume haben, die kleine Schatten bilden und die Zweige haben, die dann hier reinbringen. Können wir versuchen, so ein bisschen hoch zu wischen. Das ist in diesem Fall ausnahmsweise mal erlaubt. Normalerweise in der Landschaft wischen wir immer waagerecht. Aber hier könnt ihr das tatsächlich gerne mal machen. Und dann wischt ihr das so ein bisschen hier hoch. Der Fächerpinsel ist dafür sehr gut geeignet. Der hat so wahnsinnig harte Borsten. Der kann das ab, wenn man ihn mal ein bisschen schrubbt. Und jetzt bin ich hier fast in meinen Weg reingekommen. Gerade nochmal rechtzeitig aufgehört. Das gleiche macht ihr jetzt hier drüben natürlich auch. So, und jetzt haben wir hier nämlich schon schöne Anregungen, wie unsere Hügel hier verlaufen könnten. Das heißt, hier sieht es so ein bisschen aus, als ob das hier so runtergeht. Das können wir hier nochmal ein bisschen nachzeichnen. Und können jetzt hier sagen, ja, hier kommt es so runter. Das hier ist richtig in der Ferne. Und hier fängt der Hügel auch an runterzukommen. Hier, dieser Hügel ist vor dem hier. Das blenden wir jetzt hier auch nochmal so richtig schön. Hier habe ich sehr, sehr viel Blau dran. Und dieser Hügel läuft jetzt vor dem hier. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Okay. Dieser Hügel kommt hier runter. Der Weg verläuft hier. Und endet hier, geht hier hoch. Und verläuft so. Okay, ihr versteht mich jetzt vielleicht nicht ganz so genau, was ich jetzt genau hier rede. Weil ich ein bisschen sehr flüster. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt selbst im Moment in diesem Bereich noch nicht genau weiß, wie ich das Bild gestalten soll. Das hier ist jetzt alles ein Entstehungsprozess, der von alleine kommt. Diese Hügellandschaften male ich jetzt nicht perfekt hier aus einem Bild. Ich will jetzt, dass der Hand so ist oder so, sondern die male ich jetzt einfach aus dem Kopf raus, wie sie mir am besten gefallen, wie die Farbe schon bereits liegt. Und der Rest kommt dann, wie gesagt, ganz von allein. So. Okay. Jetzt ist es ganz wichtig, nehmt euch einmal hier den Brush, dass wir schon mal so ein bisschen Grundfarbe hier drin haben. Weil wenn ihr jetzt nämlich hier einen falschen Hintergrund habt, sieht das hinterher nicht schön aus. Deswegen greift ruhig hier ein bisschen ins Grün rein, ins Saftgrün und malt euch die Fläche hier schon mal ein bisschen realistischer. Optimalerweise, wenn ihr schon wisst, wie euer Weg verlaufen wird, lasst ihr den frei, dann habt ihr da nämlich kein Grün drin. Aber da ich jetzt noch nicht weiß, wie der verlaufen soll,
mache ich das jetzt erstmal einfach alles so. Wie gesagt, noch ist nicht alle Tage Abend. Ihr könnt immer noch komplett entscheiden, wie das hier werden soll. Aber das hier ist jetzt mal einfach so eine grobe Vormalung. Ich habe jetzt hier ein bisschen sehr viel Blau genommen. Sowas kann euch einfach mal passieren, dass ihr versehentlich auch mal eine Farbe reinkommt, die ihr da nicht haben wollt. Das ist in diesem Fall jetzt überhaupt kein Problem. Das verwischen wir jetzt einfach. Das sieht man hinterher nicht mehr, weil wir da ja eh mit unserem Grün hinterher drüber gehen wollen. Aber das hat einen ganz einfachen Effekt, dass wir schon ein bisschen kleines bisschen Hügel haben, Berge haben und das schon mal so ein bisschen abgrenzen. Und wie gesagt, das zeigt uns schon mal verschiedene Zonen. Das ist immer ganz, ganz nett. Wichtig ist jetzt zum Beispiel, dass wir die Hügel nicht zu stark malen, weil unser Hintergrund ja relativ gerade geworden ist. Also mein Hintergrund, nicht unser. Und jetzt zeichne ich das einfach hier so rein für mich, dass ich weiß, ah, okay, so könnten meine Hügel gleich verlaufen. Welche Hügel gehören zusammen? Überschneidet sich eventuell ein Hügel? Aber ich finde das jetzt ganz schön. Ich habe nämlich jetzt hier so ein bisschen eine Art kleines Tal gemalt. Jetzt wird der Weg gleich hier verschwinden. Hier komme ich jetzt mit meinem anderen Hügel. Und dann wird man nämlich sehen, hier ist auf einmal schon ein bisschen größer, kommt dann hier rüber, verschwindet hier wieder, kommt dann hier wieder rüber. So, da kann man das nämlich ganz, ganz interessant gestalten. Und kann jetzt halt auf jeden Fall schon festlegen, wie das Bild aussehen soll. Ganz wichtig, denkt dran, dass ihr den Rand jetzt schon mitzeichnet. Weil sonst ist das nämlich bald zu spät. Ein bisschen in verschiedene Farben reingehen. Das ist hier nicht alles nur so ein grüner Matsch wird. Nochmal wieder ein bisschen ins Blau reinstupfen, dass ihr auch hier an den Seiten ein bisschen unterschiedliche Farbe habt, weil sonst sieht das nämlich hinterher unrealistisch aus, als ob es nicht zum Bild dazugehören würde. So. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr jetzt hier versucht, um die Ecke rumzusteigen, bei mir sieht man das fast immer, dass ich hier zuletzt an der Ecke gemalt habe. Deswegen von der Ecke rumstreichen und dann ganz vorsichtig ins Bild rein. Deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass ihr den Rand relativ am Anfang eures Bildes schon malt und ins Bild reinführt. Weil sonst, man sieht das hinterher. Wenn der Rand nachträglich gemalt wird, sieht man das auf jeden Fall immer. Hier seht ihr, habe ich meine Büsche zum Beispiel vergessen. Das ist jetzt noch gar kein Problem. Die tupfe ich mir jetzt hier einfach nochmal nach. Und gut. Na, also, wie gesagt, wenn ihr die Grundierung, ich sag mal so, die Grundierung des Hintergrundes fertig macht, müsst ihr auch eure Ränder fertig haben. Wenn ihr jetzt ganz genau sein wollt, könnt ihr jetzt auch hier mal ganz vorsichtig, achtet dabei darauf, dass eure Hände sauber sind. Meine sind es nicht. Deswegen ziehe ich mir mal ganz kurz einen Handschuh über. Die werden auch gleich noch etwas dreckiger werden. Genau, also ihr habt ja immer die Auflagefläche der Staffel, der Staffelei, unten und oben. Deshalb nehme ich mir die jetzt einmal ganz kurz hier raus. Ach, komm schon. So, ein bisschen seht ihr das sowieso immer hinterher, weil das ja, die Farbe klebt natürlich fest, hier, dieser kleine Rand. Denkt dran, dass ihr jetzt nicht versehentlich den Grünpinsel nehmt. Jetzt könnt ihr das hier nämlich noch wunderschön verwischen. Aber das wird sowieso wieder festkleben, deswegen ist das gar nicht schlimm. Aber jetzt könnt ihr euch das Bild halt ganz vorsichtig einmal abnehmen. Stellt so ganz vorsichtig die Ecke hier einmal rauf, haltet es fest und könnt dann hier unten den Rand auch gleich einmal mitmalen. Nehmt ruhig ein bisschen dunklere Farbe und verstreicht das hier. Denn noch, wenn ihr jetzt nämlich mit den Borsten hier seitlich über den Rand kommt, noch sieht man das nicht. Deswegen, also jetzt ist eigentlich die letzte Gelegenheit, den Rand zu streichen. Ich mache das mal hier oben hoch. So, dann nehmen wir schön viel Saftgrün. Und dann haben wir wunderschön den gesamten Rand angemalt. So, jetzt habe ich, sieht man hier natürlich meine Fingerabdrücke, deswegen kann ich die jetzt optimalerweise jetzt nämlich noch wegmachen. Jetzt sind meine Hände natürlich blau und grün, deswegen fasse ich den jetzt ganz vorsichtig von hier hinten an und setze den Keil wieder runter. Wieder schön runterdrücken, damit das Bild auch richtig schön fest ist. Und fertig. Jetzt ziehe ich die Handschuhe aus
Und jetzt mache ich hier meine Fingertapsen einmal weg. Gehe nämlich hier so ein bisschen an den Rand, stupfe das nochmal wieder. Und kann jetzt nämlich das schön verblenden. Auch hier unten habe ich dann eine gleichmäßige Fläche. So, ja. Sieht doch eigentlich spitzenmäßig aus, kann eigentlich auch so bleiben. Oder was sagt ihr? Nee? Nee, finde ich auch nicht. Okay, ich weiß jetzt überhaupt leider nicht, wie lang das jetzt war. Meine Kamera zeigt mir leider nicht an. Deswegen mache ich jetzt nochmal einen kurzen Break. Entweder es kommt gleich zum nächsten Schritt oder wir machen noch ein bisschen mit dem Hintergrund weiter. Moment. So, also. Wenn ihr jetzt an diesem Schritt angekommen seid, das heißt, ihr habt den Hintergrund fertig für euer Bild, überlegen wir uns jetzt, wo soll denn unser Weg jetzt genau langlaufen? Als nächstes empfehle ich euch, reinigt jetzt einmal eure Pinsel komplett. Ich weiß, die Farben werden wir noch weiter gebrauchen, aber die Töne ändern sich ja ein bisschen. Deswegen reinigt einmal ganz in Ruhe alle eure Pinsel, damit wir wieder von vorne anfangen. Solltet ihr viele Flecken auf eurer Palette haben, macht die auch einmal sauber. Nicht die ganze Farbe wegwischen, nur so ein bisschen, wo ihr gemischt habt, dass ihr da wieder arbeiten könnt. Das ist jetzt so ein Zwischenschritt, wo man sich nochmal ein bisschen kurz erholen kann. Ich empfehle euch auch jetzt an dieser Stelle, steht mal kurz auf, streckt euch mal, geht mal raus im Garten oder lauft mal ein bisschen durch die Gegend, macht mal eine Viertelstunde Pause, esst eine Kleinigkeit, trinkt in Ruhe was. Fangt mal wieder an, eure Augen in die Ferne zu richten, weil irgendwann, das passiert nämlich auch, sieht man nur noch und dann fängt man an zu stupfen und verliert irgendwie dann den Blick für das Bild. Deshalb stellt euch das jetzt mal ein Stückchen weiter weg, macht eure Pinsel alles sauber, reinigt das, reinigt eure Hände. Das ist bei mir immer relativ angesagt. Macht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Pause und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Mittelteil. Okay, bis dann.